Im September 2019 wird Die Sims 4 schon 5 Jahre alt. Und noch immer werden regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht. Kostenlos und kostenpflichtig. Für Publisher EA sind Die Sims auch im 20. Jahr weiterhin ein Riesenerfolg. 2018 war Die Sims 4 laut der Charts des Marktforschungsunternehmens GfK das im Einzelhandel meistverkaufte PC-Spiel in Deutschland. Aber wie hat sich das Spiel eigentlich seit dem holprigen Start im Jahr 2014 verändert? Bleibt dran, dann erfahrt ihr es. Als Die Sims 4 am 4. September 2014 erschienen, waren die Erwartungen der Fangemeinde sehr hoch. Seit der letzten Veröffentlichung eines Inhaltspakets für das Vorgängerspiel Die Sims 3 war gut 1 Jahr vergangen. Viele Fans wollten unbedingt spielerischen Nachschub haben. Entsprechend groß war die Enttäuschung, als die Spieler feststellten, dass es heißgeliebte Elemente des dritten Teils nicht ins neue Spiel geschafft hatten. Es gab weder Geister noch Kleinkinder, Keller oder Swimmingpools. Besonders unbeliebt waren die Ladebildschirme zwischen dem aktuellen Haushalt und dem Besuch der jeweiligen Innenstadt einer Nachbarschaft. Und das generelle Fehlen der offenen Welt von Sims 3. Dort konnte man noch beobachten, wie die Sims mit dem Auto oder Fahrrad zur Arbeit oder zu Freunden unterwegs waren. Bei Die Sims 4 wurde dies mit Ladebildschirmen gelöst. Auch das Presseecho fiel damals eher verhalten aus. GameStar vergab in einem ersten Test gerade mal 77 Punkte und bemängelte auch die vielen im Vergleich zum Vorgänger fehlenden Features. Der geballte Unmut von Fans und Kritikern zeigte aber bald positive Folgen. Schon einen Monat nach dem Release wurden Geister als Spielelement mit einem kostenlosen Patch nachgeliefert. Bis Ende 2014 ergänzten die Entwickler auch noch Swimmingpools, Badebekleidung, bezahlte Urlaubstage und die beiden neuen Karrieren Sportler und Business. Und damit sind wir dann auch in 2015 angekommen. Da führte das erste Gameplay-Pack für die Sims 4 campingbegeisterte Spieler für eine rustikale Auszeit in die Urlaubsnachbarschaft Granite Falls. Im ersten Erweiterungspack an die Arbeit durften wir unsere Sims als Wissenschaftler, Ärzte oder Polizisten zur Arbeit begleiten. Jede dieser Karrieren bietet während des Arbeitstags zu erreichende Ziele. Während Ärzte sich vor allem im Krankenhaus um kranke Sims kümmern, sammeln Polizisten an Tatorten Spuren und gehen anhand der gefundenen Hinweise auf Verbrecherjagd. Wissenschaftler können dank ihrer Erfindungen sogar Aliens kontaktieren. Männliche Sims bringen von solchen unfreiwilligen Erlebnissen manchmal sogar eine Schwangerschaft mit nach Hause. Nach so viel Aufregung entspannten Sims ab Herbst 2015 mit einem Wellness-Tag mit Massage- und Saunabesuch im Spa und erlernten Meditation oder Yoga für das innere Gleichgewicht. Im Winter erschien mit Zeit für Freunde das nächste Erweiterungspack, das nicht nur die neue Nachbarschaft Windenburg einführte, sondern sich ganz aufs soziale Miteinander konzentrierte. Partygänger durchtanzten in Clubs die Nacht und vernetzten sich mit ihren Freunden und Nachbarn in sehr unterschiedlichen Interessensgruppen wie Gartenfreunden, Musikfans und einer VIP-Clique. Dank kostenloser Patches erhielten Sims-Familien 2015 wieder Stammbäume, in denen man die verwandtschaftlichen Beziehungen bis auf 10 Generationen verfolgen konnte. Außerdem wurde der Baumodus um Keller und Halbwände erweitert. Nachdem sich viele Spieler mehr Platz für eigene Familien gewünscht hatten, bauten die Entwickler die aus 15 leeren Grundstücken bestehende Nachbarschaft Newcrest ein. Auch die lange vermissten Spülmaschinen, Grills und der telefonisch bestellbare Handwerkerservice für Reparaturen fanden den Weg zurück ins Spiel. Einen Ausflug in die Gastronomie machte Mitte 2016 das Gameplay-Pack Gaumenfreuden möglich. Als Restaurantleiter legen unsere Sims dabei Speisekarten und Preise fest und kümmern sich darum, dass der Laden läuft. Alternativ gehen die Sims natürlich auch gemütlich essen und probieren experimentelle Speisen. Etwas abwechslungsreicher wurde es dann aber Ende des Jahres 2016 mit dem Erweiterungspack Großstadtleben, in dem die Großstadt San Myshuno zum neuen Lebensmittelpunkt der Sims wurde. In 4 Stadtvierteln besucht man dort Karaoke-Bars, Kunstausstellungen oder regelmäßig stattfindende Festivals. Experimentierfreudige Sims können als Kritiker, Politiker oder in den sozialen Medien ihre Simoleons verdienen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Großstadt von vielen Townies mit nah- und fernöstlichen Wurzeln bevölkert ist und die gesamte Spielwelt damit mehr Abwechslung enthält. Diverser wurde das Spiel auch durch weitere kostenlose Updates, die 2016 veröffentlicht wurden. Neben der Rückkehr des tragischen Clowns und des Babysitter- und Gärtner-Services wurden Mitte des Jahres einige Geschlechtergrenzen aufgehoben.
Kleidungsstücke standen nun für beide Geschlechter zur Verfügung. Ebenso durfte man selbst entscheiden, welche Toilettengewohnheiten und Fortpflanzungsmöglichkeiten jeder einzelne Sims besitzt. Mit den neuen Grundstücksmerkmalen konnte man ab Herbst 2016 Grundstücke individualisieren. Maler freuen sich beispielsweise über günstiges Licht. Außerdem brachte die Dia de los Muertos Challenge 2016 noch mexikanisches Flair ins Spiel und ließ die Sims Zuckerschädel sammeln. Im Januar 2017 wurde dann die Kleinkinderentwicklungsstufe mit eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften kostenlos in die Sims 4 reingepatcht. Sims-Eltern bringen seitdem ihrem Nachwuchs bei, aufs Töpfchen zu gehen, helfen beim Sprechen und Laufen lernen und kümmern sich darum, dass es den Kleinen an nichts fehlt. Dieser Patch bereitete das im Mai folgende Gameplay-Pack Elternfreuden vor, mit dem neue Erziehungsoptionen für Kleinkinder, Kinder und Teenager sowie gemeinsame Familienaktivitäten hinzugefügt wurden. Heranwachsende Sims erhalten zudem nach guter wie auch nach schlechter Erziehung extra Merkmale, die ihnen auf dem künftigen Lebensweg nützlich oder hinderlich sein können. Gruselig wurde es 2017 auch, und zwar mit dem Vampir-Gameplay-Pack, das neben der düsteren Nachbarschaft Forgotten Hollow auch Blutsauger ins Spiel brachte. Allerdings liegt es ganz beim Spieler, ob die Sims brave Vampire im Twilight-Stil werden oder ob sie als düstere Vampir-Lords zum Schrecken der Sims-Welt werden. Kurz darauf kehrten übrigens auch die Pflanzen-Sims als weitere mystische Kreaturen in einem kostenlosen Patch mit einer eigenen Challenge ins Spiel zurück. Ende 2017 durften sich dann Tierfreunde über das Erweiterungspack Hunde und Katzen und die neue Nachbarschaft Brindleton Bay freuen. Durch die Erweiterungen können Sims Tierärzte mit eigener Praxis werden, nehmen flauschige Haustiere mit vielen verschiedenen Merkmalen und Marotten in die Familie auf und bringen Hunden verschiedene Tricks bei. Anfang 2018 ging es dann mit dem Gameplay-Pack Dschungelabenteuer in den salvadorianischen Dschungel. Und dort gab es reichlich Abenteuer beim Erkunden alter Tempel zu erleben. Mit der Fähigkeit Archäologie restauriert man sogar Ausgrabungsfunde und stellt sie dann im eigenen Haus aus. Mitte 2018 erfüllten die Entwickler dann mit dem Erweiterungspack Jahreszeiten einen lange gehegten Wunsch der Fans. Mit dem neuen Jahreszeitenverlauf und dem Wetter wurde der Alltag der Sims deutlich vielfältiger. Vorgefertigte wie auch selbstgemachte Feiertage aller Art bringen zudem reichlich Abwechslung ins Spiel. Im Kalender plant man jetzt auch Hochzeiten, Partys und sonstige Events. Die neue Gärtnerkarriere und eine komplette Überarbeitung der Gartenarbeitfähigkeit entstaubten das bislang zeitraubende und umständliche Pflanzenzüchten. Ende 2018 konnte man dann noch das Star-Potenzial der Sims entwickeln, da mit dem Erweiterungspack Werde berühmt aus Nobodies berühmte Influencer, weltbekannte Musiker und legendäre Köche wurden. Während der neuen Schauspielkarriere begleitet man die Sims zum Set und trainiert die neuen Schauspielfähigkeiten. Dank Medienproduktionsfähigkeit steigt man voll ins Streaming- und Videogeschäft ein. Und in der neuen Nachbarschaft Del Sol Valley besucht man exklusive Clubs, flüchtet vor Paparazzi und ergattert eine der begehrten Starlight-Trophäen. In der kurz davor kostenlos eingebauten First-Person-Kamera erlebt man das Spiel zudem aus einer ganz neuen Perspektive. Kostenlos dazu gab es 2018 auch eine neue Style-Influencer-Karriere sowie neue Dachformen und die Möglichkeit, das Terrain im Baumodus zu bearbeiten. Und damit sind wir im Jubiläumsjahr 2019 und das begann mit kostenlosen Inhalten zum Mondneujahr im chinesischen Stil. Danach wurde es geheimnisvoll. Im Gameplay-Pack Strangerville erkundet man das Geheimnis einer neuen Nachbarschaft eines verschlafenen Wüstenstädtchens und schickt die Sims in die neue Militärkarriere. Im Frühjahr folgten dann noch drei neue Freelancer-Karrieren mit einem kostenlosen Patch. Was die Entwickler an künftigen neuen Inhalten geplant haben, verraten sie traditionell immer erst kurz vor der Veröffentlichung. Für die kommenden 6 Monate sind nur grob ein Erweiterungspack und ein Gameplay- und ein Accessoire-Pack angekündigt. Beliebte Inhalte wie die Sims-Universität, magische Lebewesen und Roboter sind aus den vorherigen Serienteilen zwar bekannt, haben aber noch nicht den Weg zurück in die Sims 4 geschafft. Da gibt's also noch jede Menge, was in den nächsten 5 Jahren noch eingebaut werden kann. Aber auch jetzt ist die Sims 4 schon ein deutlich umfangreicheres und deutlich runderes Spiel als damals 2014 zur Erstveröffentlichung. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja zum Geburtstag im September noch eine kleine Überraschung.